ihr Lieben. Wir wollen heute, wie schon gesagt, ist noch müde, für den Herbst dekorieren. Ich freue mich so sehr. Der Herbst ist mit Abstand meine allerliebste Jahreszeit. Nicht nur wegen den angenehmeren Temperaturen, auch wegen den Stürmen, dem Regen, den bunten Blättern, dem Geräusch, wenn man durch getrocknetes Laub geht, der allgemeinen Stimmung, alle werden gemütlicher. Man hat auch nicht mehr das Gefühl, nonstop draußen sein zu müssen irgendwie, wie man es im Sommer ja oft hat, so Stichwort FOMO, alle sind draußen am See und ich hänge in der Bude rum. Nein, im Herbst kann man sich es auch mal gemütlich machen. Also ich liebe den Herbst und ich liebe auch die Herbstdekoration und heute legen wir da richtig los und haben mehrere Stellen, wo etwas hinkommen wird. Und zwar erstmal hier. Oh, geht nicht noch niedlicher. Schaut euch mal die hier an, wie süß die sind. Ja, du bist fein. Also wir haben dieses kleine Regal, was ich auf jeden Fall herbstlich dekorieren möchte. Damit bin ich gerade super zufrieden. Ihr wisst ja, dass sich da auch regelmäßig was verändert. Hier hinten habe ich gerade meine Bücherecke. Die darf bleiben. Mein Einblatt darf hier ordentlich Sonnenlicht tanken. Das ist auch in Ordnung. Was aber noch geändert werden soll, ist dieses Regal hier. Das habe ich mal wieder am Schreibtisch stehen. Die untere Reihe hier brauche ich für meine Schreibtischorganisation. Das möchte ich alles so beibehalten, aber den oberen Teil möchte ich herbstlich dekorieren. Und dieses Regal hier möchte ich ebenfalls herbstlich dekorieren. Dafür wird das auch komplett freigeräumt. Ich werde diesen Anblick auf jeden Fall vermissen, aber ich freue mich auch einfach wieder drauf, ihn dann im nächsten Frühjahr wieder zu haben, damit es wieder was Neues, Frisches ist, weil ja, das ist ja, finde ich, der Reiz daran, wenn man regelmäßig umdekoriert und auch die verschiedenen Jahreszeiten zelebriert. Das hier kommt auch weg, das hier bleibt eventuell, weil es, finde ich, sehr schön thematisch passt und das Reh bleibt auch, aber ich weiß noch nicht, ob an diesem Fleck. Dann spiele ich mit dem Gedanken, dieses Bild hier auszutauschen und vielleicht auch noch mehr Bilder aufzuhängen. Und dieses Regal hier wird auch noch frisch dekoriert werden. 1, 2, 3, 4 Regale. Und genau, das war's. Dieses Regal hier ist, wie es gerade ist, meiner Meinung nach einfach wunderschön. Da möchte ich nichts dran ändern. Allerhöchstens vielleicht hier und da eine Kleinigkeit. Ich glaube aber ehrlich gesagt wirklich nicht, weil ich das so schön finde. Manchmal hat man das irgendwie, dass man was dekoriert und dann passt es einfach so gut und man ist so verliebt, dass man das ganz lange Zeit so behalten möchte. Und das ist ja auch schön, ne? Seht ihr, ich muss nicht immer alles ändern. Also dieses Regal liebe ich so sehr, wie es gerade ist. Das bleibt höchstwahrscheinlich so. Genau, das heißt, im ersten Schritt werde ich jetzt mal das Regal hier freiräumen und dann werden wir aus meinem Archiv, aus meinem Lager, mal sämtliche Herbstsachen rausholen und dann schaue ich mal, was wohin kommt und zeige euch mal und gebe euch mal eine Tour durch all meine Herbstdeko. Wir haben alles freigeräumt und jetzt sitze ich hier vor meinem kleinen Deko-Regal-Schrank und zeige euch einfach mal die Sachen, die ich hier so für den Herbst zur Seite gepackt habe. Ich habe ja alles saisonal sortiert, was eigentlich so am meisten Sinn macht, auch wenn ich vorher dazu geneigt habe, dass ich so Porzellan zu Porzellan, Holz zu Holz und so weiter, aber saisonal macht eigentlich am meisten Sinn. Und ja, ich zeige euch mal, was wir da alles zur Verfügung haben. Es fängt mal gleich an mit dieser riesengroßen Box und ihr seht eins meiner absoluten Lieblingsfundstücke gleich oben auf. Und das ist dieses total hübsche
hölzerne Eichhörnchen. Das möchte ich auf jeden Fall irgendwie integrieren. Dann habe ich super schöne Kinderbücher, die zum Thema passen würden. Dieses hier ist eins meiner absoluten Lieblinge, der Waldspaziergang. Ich mache mal nur ganz kurz einen Blick rein. Das sind mega schöne Illustrationen und so Ideen, was man mit Kindern im Wald so machen kann und wie man ihnen die ganzen Sachen näher bringen kann. Super hübsch und am allerschönsten finde ich natürlich der Titel. Also wäre eventuell auch was, wobei ich fürchte, dass dafür der Platz nicht ausreicht. Mal gucken. Zu dem Thema habe ich auch noch dieses Buch hier, Die Vögel in unserem Wald. Auch mit super schönen Illustrationen, mit ganz, ganz tollen Farben. Das habt ihr in dem letzten Thrift-Haul gesehen, beziehungsweise vielleicht nicht, weil das war auf dem zweiten Channel, aber ich lade dieses Video auch noch auf meinem jetzigen, also auf meinem Hauptchannel hoch. Eine, die ich gezeigt habe in diesem Video, war die Illustration und die finde ich einfach so, so, so perfekt. Die ist mega, mega, mega schön. So, jetzt aber mal weiter zu den Sachen. Die Uhr hätte ich sehr, sehr gerne irgendwie integriert. Finde ich super hübsch. Wir haben noch hier diese Vögel, passen auch ganz toll zum Herbst. Dann selbstverständlich die Pilze. Pilze müssen immer irgendwie mit rein, finde ich, in so ein Herbstdisplay. Das würde ich auch gern unterbringen. Das hier würde ich tatsächlich auch einfach gern unterbringen. Ich finde das einfach nur cool. Was aber hier auf jeden Fall reingehört, ist diese Eule und die muss unbedingt integriert werden in die Herbstdeko. Genau, das sind so schon mal die Sachen, die ich habe. Was ich mir dann auch noch gut vorstellen könnte, wäre von meinen Blechdosen was unterzubringen. Die habe ich tatsächlich von einer Zuschauerin geschickt bekommen. Die finde ich super schön und natürlich mega herbstlich. Was noch was wäre, ist auch diese Box mit diesen Vögeln drinnen. Ist natürlich auch herbstlich, würde auch gut passen. So, und eventuell auch noch diese Box mit den Metallsachen. Also das ist auch eine gute Adresse. Was ich auch gerne integrieren möchte, wenn möglich, sind meine neuen Schüsseln, die ich hatte. Die habe ich auch im letzten Thrift-Haul gezeigt. Die sind natürlich auch super schön und herbstlich. Und dann habe ich noch was ganz Besonderes, also aus meiner Sicht was ganz Besonderes, allerdings nicht gebraucht gekauft, sondern neu. Und das sind erstmal diese unglaublich hübschen und toll verarbeiteten Regenbogenbäumchen. Die finde ich einfach nur traumhaft schön. Ich weiß nicht, diese Form und die Farben und ach, da schlägt mein Herz echt so höher. Und die würde ich wahnsinnig gerne irgendwie integrieren. Und dann habe ich noch ein super hübsches Set an Holzpilzen gefunden, die natürlich auch perfekt sind für den Herbst. Und ein einzelnes Holztier, und zwar einen Fuchs, den ich auch super schön finde. Ihr seht wirklich, Herbst ist meine absolut liebste Jahreszeit zum Dekorieren. Da habe ich, glaube ich, mit Abstand am meisten Sachen gefunden. Yep, ich mag den Herbst wirklich sehr. Das sind jetzt alle Sachen, die ich mir vorstellen kann, unterzubringen in den Regalen. Ich glaube kaum, dass ich wirklich alles unterbringe, aber das sind halt alles Sachen, die schön aussehen würden, meiner Meinung nach, sich schön kombinieren lassen. Ja, es ist wirklich viel, aber es ist eben auch meine liebste Jahreszeit. Und was da jetzt noch gar nicht dabei sind, sind die Bücher, die ich hier drin habe. Und da kann ich auch mal die Farben raussuchen, die für den Herbst geeignet wären. Und dann schauen wir einfach mal, was wir da so kombinieren. Ich dachte, ich zeige euch mal meine liebsten Rehfiguren, weil ich glaube, da gibt es einige von euch, die auch sehr, sehr gerne Rehe mögen. Und vor allem diese ganz cutesy Bambi-Rehe, wie ich sie am meisten liebe. Und da habe ich das hier neu in meiner Sammlung, was ich wahnsinnig süß finde. Und mein absoluter Liebling mit Abstand ist das hier. Das finde ich absolut zauberhaft.
Glaubt ihr, das hier ist auch ein Reh oder ist das ein anderes Tier? Weil das ist ja eigentlich ein Rehkitz. Also das ist ja schon ein kleines Reh. Was ist das da dann hier? Bin ich mir unsicher. Aber ich finde es voll schön. Könnte man auch Blumen reintun, wenn man das möchte. Dann in Plastik dieses Mal. Dieses alte Spielzeugreh mag ich sehr gern. Das ist auf jeden Fall vom Film. Also das ist das Original Bambi. Nochmal Original Bambis habe ich auch von Göbel. Das ist eine Manufaktur, die wunderschöne Porzellantiere und Gestalten und so herstellt, aber sehr, sehr, sehr teuer und sehr schwierig zu einem guten Preis gebraucht zu finden. Umso mehr freue ich mich über diese hier. Man muss unglaublich vorsichtig sein, weil die sind so grazil und brechen natürlich sehr leicht an diesen Stellen. Die werden zu krassen Preisen gehandelt zum Teil. Habe ich auch noch das. Dann noch eins, was ich sehr mag, ist das. Da war ich mir gar nicht sicher, ob es überhaupt alt ist oder neu ist. Was mir egal ist, wenn mir der Look gefällt. Mir gefällt einfach dieser Vintage-Look. Aber dadurch, dass es gestempelt ist, ist es wahrscheinlich doch auch ein paar Jahre älter. Ich finde es auf jeden Fall sehr hübsch. Dann haben wir noch dieses hier. Das hat so ein ganz interessantes Gesicht. Ich weiß nicht, ob es mir fast ein Ticken zu menschlich ist. Ich kann es nicht sagen. Der Mund. Irgendwas an dem Gesicht ist irgendwie seltsam. Ich finde es süß, aber ich muss es immer so ein bisschen genauer und länger anstarren. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da empfinde. Und von den natürlicheren mag ich dieses hier am liebsten. Dann habe ich noch einige andere, die eher so einem natürlichen Stil entsprechen, aber wie gesagt, diese Cutesy-Richtung ist auf jeden Fall mein Favorit. Und mit denen fangen wir jetzt gleich mal an, weil die würde ich wahnsinnig gerne in mein Regal am Schreibtisch integrieren. Das ist dieses hellblaue hier hinten und ich glaube, da könnten die sehr, sehr süß aussehen. Genau, damit geht's jetzt mal los. Ui, das ist auch ein sehr schöner Anblick. Weiter ging es mit meinem absoluten Lieblingsregal hier im Wohnzimmer. Ich liebe das. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da recherchiert habe, bis ich genau das Richtige gefunden habe. So in diesem skandinavischen Stil, aber mit hellem Holz und hellen Brettern. Das war so meine Vorstellung und etwas Leichtes, was Schwebendes. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich damit. Bei der Gestaltung mit den Herbstsachen habe ich mich aber ganz ehrlich schwer getan. Ich finde es immer wieder schwierig, verschiedene Materialien, verschiedene Gruppen von Gegenständen so zu vereinen, dass es schön aussieht. Ganz, ganz oft stört mich etwas und ihr seht auch hier, wie oft ich hin und her räume und ausprobiere und wieder wegräume. Das mag alles ein bisschen manisch rüberkommen, das kann ich mir gut vorstellen, aber mir macht der Prozess total Spaß. Ich bin da auch kein bisschen gestresst oder so. Ich lasse mir dabei total Zeit und genieße den Prozess so sehr und ich finde es so spannend, dass man manchmal denkt, das wird nichts mehr, das wird nie und nimmer schön aussehen. Und dann irgendwann ist der Punkt erreicht bei einer Ecke, wo man sagt, ja, du bleibst genau so, wie es da jetzt zum Beispiel unten links der Fall ist mit den grünen Büchern und der Eule und im Hintergrund dann noch dieses Buch, wo man ja auch durch die Eule durchgucken kann. Da war ich absolut happy und die nächste Ecke, wo ich dann richtig zufrieden war, war dann oben links mit den schönen Schüsseln auf diesen gelben Büchern mit diesem kleinen Vögelchen und beim Rest habe ich dann echt noch relativ lange rumgeräumt, bis es für mich gepasst hat. Ja, und da seht ihr mal, wie lange das bei mir tatsächlich dauert. Aber umso glücklicher bin ich mit dem Ergebnis. Echt, jedes Mal, wenn ich drin vorbeigehe, muss ich lächeln. Ich habe es auch schon Mila und Kilian gezeigt, als sie heute von der Schule nach Hause kamen.
Und denen hat es auch gut gefallen. Und ja, ich bin dann einfach happy und stolz und freue mich, dass alles zumindest für meinen Geschmack total harmonisch zusammenpasst. Mein Geschmack ist da ja ein sehr eigener. Also ich finde irgendwie nicht wirklich viele Videos von Dekorationen, die dem Geschmack entsprechen. Ja, aber ich liebe ihn und ich hoffe, es macht euch Spaß zuzugucken. Genau, am Schluss kamen noch die Pilze ins Körbchen und damit war ich dann fertig. Bei den anderen Regalen ging es weitaus schneller. Hier musste ich tatsächlich noch ein bisschen was verändern, weil ich ja was gemopst habe für mein weißes Regal. Ich bin aber auch sehr zufrieden, wie das hier aussieht. Und ja, der Rest war dann easy peasy. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis dann! Und hier natürlich nochmal mein heutiges Werk, ganz in Ruhe und im Detail.